Fun, hier ist euer Aboram zurück in Assassin's Creed Valhalla und wir sind ja noch so ziemlich am Anfang des Spiels. Ich habe jetzt hier zwei offene Missionen, die noch angegangen werden sollen, können, müssen. Es sind Hauptmissionen, einmal Familienangelegenheiten und natürlich Zuspruch einer Seherin und ich werde jetzt hier auch einfach mal ein bisschen durchgehen und mir das Dorf anschauen und habe da festgestellt, dass das ein oder andere Spielchen mit dabei ist. Das werden wir uns mal gemeinsam zu Gemüte führen und dann werden wir auch so langsam in der Story vorankommen. Dieses Mal ist es auch ein langes Video und es wird mit Sicherheit von mir gleich auch noch geteilt, sodass wir auf 20 Minuten Abschnitte kommen werden. Der erste Teil, wie gesagt, bezieht sich hier auf die Spiele, die man im Dorf machen kann und der zweite Teil dann geht dann in die Story weiter. Oder treibt die Story weiter voran. Entschuldigung, geht in die Story weiter. So was aber auch. Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit? Jetzt und hier? Was sagst du? Und wir starten jetzt hier mit einer Sache, die ich noch aus einem alten Spiel kenne, nämlich Monkey Island. Ich hoffe, es gibt noch ein paar Adventure-Freunde unter euch, die da diese Wortgefechte geliebt haben. Ich habe es geliebt. War echt eine absolut geniale Idee. Und wir haben hier in Assassin's Creed Valhalla so etwas Ähnliches. Das so heißen, wir haben hier so einen Wettstreit, in dem man reimen muss. Und man muss sich dann im Prinzip den richtigen Reim raussuchen. Das soll heißen, er gibt eine Vorlage. Wir müssen darauf achten, wie dieser Reim aufgebaut ist, also worum es inhaltlich auch geht. Und dann versuchen, so nah wie möglich dann daran zu kommen. Also es wird dann wahrscheinlich 3 oder 4 Antworten geben. Bei mir waren es bisher immer nur 3. Wir haben ja auch eine Übungsaufgabe, um das Ganze abzuarbeiten. Und ihr seht, auch beim letzten Mal habe ich den Nagel nicht ganz auf den Kopf getroffen. Aber ich persönlich finde das ein lustiges Spiel. Und mal gucken, wo man das überall finden kann. Zudem ist mir auch später aufgefallen, wenn man nochmal auf der Karte nachschaut, wie das Ganze dann funktionieren könnte oder wie das dann aussieht. Wenn man hier gegen einen so ein Battle angetreten hat, dann ist eine Checkbox drin. Also ich glaube, man kann das pro Dorf wahrscheinlich nur einmal machen, also gegen diese Leute spielen, müssen wir uns einfach noch einmal im Verlauf anschauen und beurteilen, wie das dann damit weitergeht. Auf jeden Fall, ich find's lustig. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Eine schöne Antwort. Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Ah, eine gute Antwort. Ich hab dich dumm genannt und du hast es zurückgegeben. Du hast mein Thema, Verstand, aufgegriffen. Wenn dir mehrere passende Erwiderungen einfallen, nimm die, die inhaltlich am besten passt. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie's dir dann ergeht. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Der Reim ist gut, aber der Aufbau nicht. Knapp daneben. Du zankst voller Können, vortrefflich gemacht. Gekonnt schwingst du Axt und auch Wort in der Schlacht. Danke, Alvis. Diese Lehrstunde merke ich mir.
Eivor, soll ich deine Klingen schärfen? Wolfsmal, willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag, ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich. Und dann geht es weiter zum Schmied. Hier lernen wir jetzt erstmal unsere Ausrüstung zu verbessern. Ich habe hier noch die Axt von meinem Vater, die ich jetzt versuche aufzuwerten. Und ich sehe dann auch schon auf der linken Seite gleich, dass es mehrere Arten von Aufwertung gibt. Dafür braucht man Materialien, Eisen, Geld, ähnliches, um Waffen sozusagen auf einen höherwertigen Stand zu bringen. Dann, wenn man etwas aufgewertet hat, so wie ich, dann sieht man auch, es entstehen dann auch leere Runenplätze. Und ich sehe auch nochmal die nächste Upgrade-Möglichkeit. Da kommt dann auch noch ein neues Aussehen dazu, wie wir jetzt hier sehen, und auch weitere leere Runenplätze. Ich werde auch gleich nochmal so einen Runenstein hier einfügen. Diese gehören sehr wahrscheinlich zu den Schätzen, die hier überall in der Welt herumliegen. Also es gibt dann solche Artefakte und diese haben dann sogenannte Aufwertungen, sodass man zum Beispiel eine größere Angriffskraft hat oder andere Sachen. Also bei mir war es erstmal nur Angriffskraft. Das sollte reichen. Noch etwas? Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Hunger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, das tut mir leid zu hören. Ihr wart wie lange zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Valkyria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt. Soweit ich das Ganze auch in Erinnerung behalten habe, war das dann ja auch so vorgesehen, dass man nicht wie in den Vorgängerspielen unendlich viele Waffen sammeln kann, die fast ähnlich aussehen, vielleicht eine andere Farbe haben und irgendwelche wilden Fertigkeiten. So wird man sehr wahrscheinlich hier nur ein paar Waffen bekommen, also wahrscheinlich noch eine große Auswahl, aber nicht immer wieder die gleiche. Und diese kann man dann mit diesen Runensteinen denn dementsprechend aufwerten, was ich persönlich auch gut finde, weil man sich dann auch eher alles darauf konzentriert, was die Waffe dann, also wie ich damit spielen möchte mit der Waffe, also welche Stärken sie haben soll.
für den ganzen Tag nicht gewonnen. Das muss sich ändern. Eine Runde Örlück kommt mir gerade recht. Setz dich. Die Würfel rollen nicht von allein. Lass uns spielen. Also gut. Fangen wir an. Hey, Sue, komm jetzt nach. Und schon bin ich beim nächsten Spiel angekommen. Das Örlök. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Örlök. Und das ist ein Würfelspiel. Ich habe das jetzt auch einmal gemacht. Ich werde jetzt mit Sicherheit jetzt nicht jedes Örlök-Spiel für euch aufzeichnen, weil ich nicht weiß, ob das auch wirklich so spannend und interessant ist. Wenn ihr da Wünsche habt, um das mal weiterhin noch mal im Augenschein zu behalten, schreibt mir gerne noch mal einen Kommentar dazu, ob ich hier vielleicht noch mal ein anderes Spiel für euch aufzeichnen soll. Grundsätzlich geht es, wie man hier auch schon auf der linken Seite auch gut lesen kann, darum, mit diesen Würfeln, das ist wie so ein Angriff-Verteidigungsspiel, erzählen. Also, ihr habt Lebenssteine, das sind die grünen Steine, die man hier sieht. Ihr habt diese beiden Schalen, einer ist von mir, einer ist vom Gegner, und auf der rechten Seite seht ihr jetzt hier auch schon die Würfel. Diese Würfel haben unterschiedliche Eigenschaften, also ich sag mal Pfeil, Axt, Helm, Schild und eine Klaue, und da gibt es auch noch andere. Und letztendlich sind das Würfel, die einen Angriff darstellen, also Pfeil und Axt greifen an. Ein Pfeil kann ich abwehren mit einem Helm. Ein Pfeil kann ich abwehren mit einem Schild, mit einem Helm kann ich eine Axt abwehren und mit der Hand kann ich etwas klauen. Und zwar hat der Gegner Göttermarken. Diese kann man opfern. Ihr habt dann auf der rechten Seite auch gleich nochmal so eine etwas größere Figur, wo ihr dann sagen könnt, wie viel ihr von diesen Steinen opfern möchtet. Ihr werdet auch hier in meinem Spiel sehen, dass das ja, auch mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Man muss nämlich genügend von diesen Steinen zusammenbekommen. Desto mehr man opfern möchte, also wie viel man am Ende auch erreicht hat, desto größer der Schaden beim Gegner. Wenn man jetzt hier aber auf einen kleinen Schaden bleibt, also ich habe das zum Großteil immer nur mit 2 Lebenspunkten probiert und habe das auch fast immer realisiert. Thank you.
Das sollte reichen. Schlecht. Gleich aus. Ach, süßer Sieg. Ha, du hattest nur Glück. Noch eine Runde? Mir reicht's fürs Erste. Jo, das war's dann auch schon wieder. Von daher kann ich nur sagen, have fun, euer Aburam und ciao, ciao, bis demnächst wieder hier in Assassin's Creed Valhalla.